Meditier ist ein Pokémon mit den Typen Kampf und Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Meditalis. Meditier ist ein kleines, zweibeiniges und humanoides Pokémon, das weiß und blau auftritt. Oberkörper, Arme und Hände sowie die Beine sind blau gefärbt. Handgelenke, Füße, Kopf und Unterleib sind weiß gehalten. Und es hat einen schlanken, zierlichen Körperbau und einen verhältnismäßig großen Kopf. Dieser ist breit gebaut und verläuft nach oben spitz zu. An den Seiten sind die spiralförmigen Ohren zu sehen. Das Gesicht besteht aus den großen Augen und dem eckigen Mund, wobei die Augen selbst aus weißer Lederhaut und großen schwarzen Pupillen bestehen. Die schmalen Arme gehen in kleine Hände mit je drei kurzen Fingern über. Seine Beine sind etwas breiter aufgebaut, jedoch sind die Füße auch eher klein. Und in der Shiny-Form sind die normalerweise blauen Bereiche rot-braun gefärbt. Meditje ist ein nicht besonders kräftiges und eher zerbrechliches, aber sehr flinkes Pokémon. Jedoch setzt es auf körperliche und mentale Stärke gleichermaßen. So erlernt es verschiedene Kampfattacken wie Kraftwelle, Turmkick oder Konter, beherrscht jedoch neben Konfusion verschiedene Psychoattacken wie Gedankengut oder Meditation, welche seinen meditativen Lebensstil widerspiegeln. Auch Psycho Plus, Geduld, Ausdauer und Scanner zeigen seine hohe mentale Stärke, die es ihm sogar ermöglicht, Genesung einzusetzen. Eine Besonderheit stellt die Fähigkeit Mentalkraft dar, welche die Spezialfähigkeit seiner Entwicklungsreihe ist. Damit verdoppelt Meditje durch seine Geisteskraft seine Angriffsstärke. Andere seltenere Exemplare können die versteckte Fähigkeit Telepathie besitzen, welche Angriffe von Mitstreitern erkennt und abwehrt. Meditje ist für seine sehr strikte, kontrollierte Lebensführung bekannt. Es unterzieht sich einem strengen mentalen Training und verzehrt nur eine Beere am Tag. Der Hunger ist Teil seines intensiven Meditationstrainings, dem es sich jeden Tag mehrere Stunden an abgelegenen Orten tief in den Bergen widmet. Die spirituellen Kräfte, die es so gewinnt, ermöglichen ihm sogar das Schweben. Bisweilen jedoch ist Meditje unkonzentriert und verliert seinen Fokus, dann muss es das Training von vorn beginnen. Dabei ist Meditje der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Meditalis weiterentwickeln. Seit der sechsten Generation um die Spiele Pokémon X und Y ist es mit Hilfe eines Meditalis Nieten dazu in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu vollführen. Dieses Pokémon besitzt in allen Entwicklungsstufen eine schlanke humanoide Figur. Meditiers Körper ist hierbei hellblau gefärbt, der Kopf und die Füße weiß. Bei dieser Entwicklung legt es seine eher kindliche Erscheinung ab und nimmt erwachsenere Proportionen an. Der Körper wird weiß, die Beine werden kräftig und nehmen wie der Kopf eine rote Farbe an. In der Megaform gewinnt das Pokémon reichlich an Verzierungen. Von seinem Rücken stehen strahlenförmig vier Bänder ab, die es mit Hilfe seiner Psychokräfte in der Luft hält. In den Spielen wird die Entwicklung von Meditje zu Meditalis beim Erreichen von Level 37 ausgelöst und die Mega-Entwicklung durch ein Meditalis Nieten. Mit der Typenkombination nimmt Meditje halben Schaden gegen Kampf- und Gesteinsattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Geist- und Fee-Attacken, der Rest macht normalen Schaden.